So, hallo zusammen. Hier bin ich wieder mit dem Mike und der ist heute mein Opfer, mein Versuchskaninchen. Denn wir zeigen euch einen Seth-Satz. Benannt nach Seth Ferozzi, den Bodybuilder, kann ich nur empfehlen, mal auf seinem Channel vorbeizuschauen. Einer der besten englischsprachigen Channel für reines Bodybuilding. Und er prägt auch den Begriff des reinen Bodybuildings. Das hier ist eine Intensivierungsmethode und die ist am besten zu zeigen eigentlich mit einem Bizepssatz, mit einer Bizepsübung. Die kann man natürlich mit allem machen, das Prinzip wird euch gleich klar. Es ist eine wirkliche intensive Sache. Das heißt, wer jetzt mal einen kleinen Kick geben will, der kann das machen. Das kann man entweder wie bei typischen Intensivtechniken immer dann machen, wenn man weniger Zeit hat und in weniger Zeit ein wenig mehr den Muskel reizen möchte. Oder wenn man einfach mal dem Muskel einen extra Kick geben möchte oder vor allem auch für Muskulatur, die man sonst nicht so gut erreicht. Manche von euch haben das vielleicht mit den Waden, mit den kleinen Muskulaturen wie den Schultern, den Bizeps, den Trizeps, dass sie die nicht so richtig ausreizen können, auspowern können wie andere und suchen danach intensiven Techniken. Gerade für die kleinen Muskeln ist es ganz gut. Aber auch mal, wenn man das vielleicht zum Schluss für die Brust machen möchte. Grundsätzlich sicherlich nicht in jeder Trainingseinheit, aber ansonsten lohnt sich das. So, Maib kennt es noch gar nicht, deswegen überraschen wir ihn jetzt mal und ihr könnt euch vielleicht auch da reinversetzen. Ich mache hier quasi ihn jetzt mal den Trainer. Und da grinst er schon, der wird sich freuen. Also, das Grundprinzip eines Seth-Satzes. Und jetzt schön aufpassen, ihr da draußen und du. Wir nehmen ein Gewicht, mit dem wir ungefähr 6 Wiederholungen schaffen. Egal, ob wir das jetzt mit einer Langhantel machen würden, SZ, oder mit Kurzhanteln. Und dann ist es eigentlich ein zweifacher Dropsatz. Dropsatz ist, kennt ihr alle, indem ihr, wenn ihr nicht mehr könnt, das Gewicht reduziert und sofort weitermacht. Keine Pause dazwischen. Ihr habt vorher vielleicht 30 Kilo genommen und macht danach weiter mit 20 Kilo und holt noch ein paar Wiederholungen raus. Jetzt holen wir nicht nur ein paar Wiederholungen raus, sondern wir haben eine feste Zahl im Kopf, die uns motivieren soll. Und zwar müssen wir immer die doppelte Wiederholungsanzahl mit der Hälfte des Gewichts schaffen. Wer von euch schon mal einen richtigen Dropset gemacht hat, der weiß, dass das fast unmöglich ist. Angenommen, ich mache mit 100 Kilo Bank drücken meine 10 Wiederholungen. Und dann muss ich 20 Wiederholungen schaffen mit 50. Dazu bin ich selten direkt danach, keine Pause dazwischen, überhaupt noch imstande. Vielleicht kriege ich mit den 50 nochmal 6, 7 Wiederholungen hinterhergeschossen, aber selten mehr. Jetzt müsst ihr die schaffen, egal wie. Deswegen empfehle ich es auch, macht es nicht unbedingt bei Beinen oder beim Rücken, weil man eben gewissermaßen abfälschen muss. Ihr müsst sie irgendwie hochschwingen und selbst wenn ihr ein bisschen pausiert, ihr müsst diese Wiederholungen fertig bekommen. Und dann wird das Ganze noch ein drittes Mal gemacht. Das heißt, wir fangen mit 5 Wiederholungen an, danach sollen 10 kommen, danach sollen 20 kommen, mit wieder der Hälfte des Gewichts. Maib, was denkst du, mit wie viel schaffst du Kurzhantel kürz? Mit wie viel Gewicht schaffst du so um die 5 Wiederholungen nur? 25? Top, die Wette gilt. Dann machst du das Ganze jetzt mal mit, vielleicht haben wir auch nur gerade Zahlen, 24, 26 fängst du an. Dann wird das Gewicht halbiert. Heißt, wenn wir jetzt 24 haben, machst du danach mit 12 weiter, danach mit 6 Kilo und musst das Doppelte an Wiederholung schaffen. Du hörst nicht auf, bis du das hast und ich peitsche dich an. Wir legen jetzt mal die Kurzhanteln bereit und dann schauen wir mal weiter. Ich habe mir mal alles vorbereitet für den Maib. Er macht im ersten Durchgang, versucht er es mit 25 Kilo. Natürlich könnt ihr das auch mit einer Langhantel machen. Wir haben jetzt Kurzhanteln mal einfach gewählt und auch mit anderen Übungen. Damit versucht er 5 Wiederholungen ungefähr zu schaffen. Wichtig ist, ihr geht bis zum Schluss. Schafft er 6, gut, schafft er 7, gut, schaffst du 10, weitermachen. Das hier geht immer bis zum Versagen. Wenn es nicht weitergeht, kommen die nächsten Hanteln dran und da muss man doppelt so viel schaffen. Nicht vorher aufgeben. Danach gibt es die 12,5 als genau die Hälfte des Gewichts von 25 und er versucht doppelt so viel zu schaffen, also 10 Wiederholungen. Und danach gibt es, da hat er ein bisschen Glück, wir haben nämlich nicht 6,25 Kilo, sondern 5 Kilo und damit müssen dann nochmal 20 Wiederholungen gemacht werden. So, also hoffen wir, dass du es irgendwie durchstehst. Ich bin bei dir und jetzt hau rein. Konzentrier dich und immer schön langsam runterlassen, nicht zu viel abfälschen. Und los geht's. Langsam, gut. Und gut. Schulter nach hinten und gut. Und wieder. Ja, langsam runter, weiter. Okay, und weiter, weiter. Ellbogen innen lassen. Sehr schön. Und wieder. 7 und wieder. 8 und weiter. Okay, 9 und. Okay. 10 Stück, jetzt muss er 20 als nächstes schaffen. Komm, direkt weiter, direkt weiter, direkt weiter, keine Pause und los. 1, 2, 3.
Ja, lass die Schultern unten, nie mit nach oben ziehen. 5, 6, 7, 8, jetzt fängt es an zu brennen. 10 und 11. Nee, weiter, weiter, weiter. Du musst 20 schaffen, weil du 10 gerade geschafft hast. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Schultern hinten lassen. Und 19 und 20. Wow. Er macht jetzt direkt einen Hardcore-Satz, weil er jetzt 40 Wiederholungen mit 5 Kilo machen muss. Los, 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 los. Weiter, weiter, weiter. Lass ein bisschen Blut durch, aber jetzt 40 kommen. 40 Wiederholungen. 1, 2, 3. Das ist ein reiner Pump-Satz jetzt. Ihr müsst nicht mehr ganz so sauber sein. Hauptsache, ihr kriegt das Ding irgendwie hoch und ihr spürt den Bizeps. Gut, weiter, weiter, weiter. Ich hoffe, du zählst mit. Komm, komm, komm. Blut durchlassen und weiter. Sehr gut. So. Ich glaube, jetzt dürfen wir so um die 20. Das können wir hinterher nachvollziehen mit der Kamera. Ne? Okay, weiter, komm. Wir haben 24 und 25, 26, 27, 28. Ich versuche noch weiter hochzukommen. Mehr aus dem Bizeps. Komm, 29. 30, schon besser. 31, 32, 33, langsamer runterlassen. 34, 35, 36, 37 und 38 und 39 und 40. Hervorragend. Ihr seht, man muss vom Gewicht gucken, dass man es noch justiert. Maip ist einfach zu stark geworden. Das ist aber ein Sesssatz. Und das Schöne ist, wir haben jetzt gesehen, wenn man das das allererste Mal macht, wie man das Gewicht danach noch justieren muss. Aber brennt ordentlich, oder? So, das ist also quasi, ihr könnt es gerne mal ein bisschen im Training einbauen. Das ist ein Sesssatz. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr gerne noch weiter solche über den Tellerrand Themen haben wollt, lasst mich wissen, lasst mir einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, wir sind raus und genießen seinen Pump.